Für mich sind anscheinend viele Cheater unterwegs. Wundert mich eigentlich, weil ich dachte, die 2 wäre immer das hard fair cheatete Game. So, der Suspect hat 11 Kills, 3 Tode, eine 3,7er KD, 137 Damage per Round, 63er Headshot-Quote. Okay, die Headshot-Quote ist interessant. Ein Ace, ein 4K, ein 3K hatte er. Gut, da, also bis jetzt, sag ich mal, der ist clean. Aber gut. Vielleicht kommt ja noch was. Die Mates haben eigentlich auch relativ gute Stats mit 8-2, 7-4, alles positiv. Steht 7-4 für City. Ja, der Gegner hat halt einer mit 0 Kills, einer 1 Kill. Die ziehen halt auch gut runter. So, schauen wir mal, was passiert. So, die Bombe will anscheinend mal B gehen. Den hat er geholt. Ihm halt weiter. Vielleicht kommt da noch wer. Dann stehen die zu dritt auf B und einer A. Gut, die Bombe rotiert anscheinend wieder auf A zurück. Deine Gegner soll es halt vielleicht noch ein bisschen Aufmerksamkeit erringen, dass sie halt glauben, es ist B. So in etwa. Ne, hätte er halt noch länger leben sollen. So, einer steht City, einer, okay, der Suspect steht Short und einer B. Bombe ist jetzt gedroppt, das letzte steht Mitte von den Gegnern. Also bis jetzt ist das eigentlich alles legit. Ich glaube, dass das einfach ein Typ ist, der was eine gute Runde hat, beziehungsweise ein gutes Spiel. Ja, das war easy frag. Noch ein easy frag. Die laufen mir eigentlich auch richtig ins Fadenkreuz rein. Okay, Bomb ist down A, letztes Palace. Aber der wird wahrscheinlich auch gleich gespottet werden, weil so schnell wie der rennt, muss der die Steps hören. Okay, er stirbt. Der Mate. Aber der letzte Gegner ist auf jeden Fall gespottet, die wissen, wo der ist, die wissen, wo die Bombe ist. Und ein 1 gegen 4, das ist eigentlich eine Runde für City. Aber es gab ja letzte Woche eine Bunwave, beziehungsweise wenn das Video dann online kommt, ist das ja dann schon vor 2 Wochen. Wie viele da tatsächlich dann gebannt wurden, weiß ich jetzt nicht, weil manche sagen es waren 70.000, manche sagen es waren 90.000. Ich sag halt mal 80.000, das ist der Durchschnitt. Und ich hoffe, dass dann auch noch eine Wave kommt. Jetzt will ich, ob das Neueste jetzt noch eine größere Bunwave, wo nochmal 100k oder sowas gekickt werden oder je nachdem den VHC-Bann bekommen und dann danach gleich das Update kommt. Aber der spielt eigentlich auch immer dieselbe Pose, ne? Der steht die Idee, also beziehungsweise ist das jetzt die dritte Runde, was ich glaube ich sehe. Steht immer da mit AWP hinter dieser Kiste. Gut. Aber sollte ja gleich den Call kriegen, dass die B gehen. Zum Beispiel, wenn jetzt dann das Panorama UI Update dann fix kommt, nicht mehr in der Beta und es wirklich halt auch so noch ändern, wie es die Community will, und da wirklich auf die Community hören und so, dann wird das ein richtig krasses Update, Jungs. Und dann, so ein paar Wochen danach, nach dem Update, vielleicht gleich noch die nächste Operation droppen, dann, Digga, geht's los mit CSGO. So, jetzt wird's spannend. Okay, den hat er noch geholt.
Aber er hat schon wieder Ace gemacht, ne? Aber der hat ja auch gut Luck, ne? Gerade dort, wo er jetzt hinnimmt, oder die Gegner laufen nämlich auch direkt rein. Die bemühen sich sozusagen gar nicht mit den Gegnern. Nächste Runde steht auch wieder mit der AWP da. Das könnte man eigentlich, wenn die Terroristen das könnten, das ja eigentlich checken, dass der da jede Runde steht mit AWP. Und könnte man den halt dementsprechend auch wegholen. Okay, das ist einer jetzt. Palace. Dann weiß er jetzt, Mitte weiß er auch. Okay, Mitte ist tot. Aber einer steht noch Mitte. Der ist gespottet. Und Palace ist auch gespottet. Und es könnte es eigentlich auch die erste Runde für T-Side werden. Wir wissen ja natürlich, dass sie mit AWP jetzt wieder A-steht. Einer von den Gegnern hat auch noch 8 HP. Also ich meine, er kann die Runde noch holen. Okay, wer ist jetzt einer Spot, den hat er definitiv gesehen. Wer draußen nicht so wirklich gehen? Ey. Und da weiß der, dass der da steht. Ich meine, so in Scope vorzurücken ist halt jetzt auch... Lol, den hätte er so haben können. Dachte ich mir. Gut, er kauft sich ja wieder eine AWP und wird höchstwahrscheinlich auch wieder dasselbe machen, die Runde. Das ist halt so. Ihr merkt, es funktioniert einfach. Warum sollte er das ändern? Und da wurde er jetzt gesnappt. Das ist das, was ich letzte Runde gemeint habe. Dass die Terroristen es eigentlich zu ihren Vorteilen nutzen können, nachdem die wissen, dass immer da steht. So, er kauft sich wieder AWP, geht jetzt aber B. Die switchen die Seiten. Also sie sieht die Spiele eigentlich auch ziemlich taktisch. Ja, der erkannt, okay, die wissen jetzt, dass ich da stehe, die nehmen da gleich ab. Jetzt haben die halt mal getauscht, das spielt ihr B. Ja. Da hat es vielleicht den Bombendrop gehört. Von hinten kann keiner kommen, weil der Mage in der Window, sonst sind ja schon Mitte, dann ist auch den letzten geholt. So 22,5. Ich meine, er carried da schon durch, aber er spielt halt Legend, ne? Und ich glaube auch nicht, dass der unbedingt smurft oder so. So. Die Gegner gehen A. Einer Palace. Beziehungsweise eine ist schon vorher, Bombe ist A, ja. So, 3 gegen 5, einer steht Jungle. Jungle hat Low HP. Er piekt aber noch einen von Short. Beziehungsweise, nee, Jungle hat den einen geholt, ja. Okay, Jungle ist jetzt tot. Den hätte er vielleicht haben müssen. Ja, Sie wissen, zwei stehen links. Aber wieso aimt der halt auch so runter? Ich schätze mal, dass das irgendwie so MGE ist. Oder MG2, MG1, irgendwie so. Macht er gerade in Lilo. Vielleicht aber auch noch ein Gold 4, keine Ahnung. So, momentan ist es eh wieder ganz durcheinander mit den Ranks, weil seit dem Summer Seal, wie ihr wisst vielleicht, gibt es wieder viele Cheater, die was unterwegs sind. Und die cheaten sich jetzt mehr oder weniger wieder hoch zu Global und viele Global und Supremes ranken halt runter. So wie ich und das, ja. Spiele ich auf LE, also ich bin momentan LE und wenn ich da jetzt LE Matchmaking spiele, ist es fast wie wenn ich damals auf Supreme gespielt habe. Also vom Skill her. Aber jetzt steht er zum Beispiel wieder A und hinter seiner Lieblingsbox da.
Bombe geht B, die wird jetzt gespottet sein, die rusht relativ durch und eine steht der Van. Und sollte ihr hören. Also die Frage, wo ist der zweite Gegner? Aber ich schätze mal, dass Mirchok seine Main Map ist. Weil der halt auch immer sein... Also er macht halt immer das gleiche, jede Runde. Jo. Also ganz ehrlich, der Typ war legit. In jeder Hinsicht. Weil ich habe zum Beispiel bei mir seit D2 auch meine Main Map. Und ich habe da auch meistens immer dieselben Taktiken, was ich spiele. Wenn ich dann halt auch merke, okay, die funktionieren nicht, weil die Gegner spielen so und so, dann spiele ich halt anders, aber wenn es gut läuft und wir so Runden holen, dann mache ich halt mein Ding und GG, easy game. So, das war's dann mit dem Overwatch, es war bis jetzt, glaube ich, der erste Legit Player im Overwatch. Bin mir jetzt nicht sicher, ich meine, ist auch erst die 7. Episode. Aber ich könnte mich jetzt auch nicht so wirklich daran erinnern, dass das schon ein anderer Legit war. Egal. Auf jeden Fall, der hier war Legit, der bekommt keinen Bann, beziehungsweise mal keinen Report von mir. Und jo, ihr könnt mir auch wie immer selber auch abstimmen. Oben rechts habt ihr die Infokarte. Könnt ihr mal sagen, was glaubt ihr, hattet ihr an oder auch nicht. Und jo, dann war es auch wieder mit dem Video für heute. Ich sage nochmal noch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.